Hallo Lena, hallo Tabea, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Hallo, vielen Dank. Hallo. Wer von euch schaut mehr Serien? Das ist der erste Punkt. Jawohl. Dürfen wir gucken? Ja, wenn ihr die Zeit habt, dürft ihr sehr, sehr gerne gucken. Sehr gut. Yes, Lena. Gut, ein Punkt. Wer von euch friert schneller? Oh. Ist das noch Frostbeule? Schon, ja. Ja, ab stimmt. Ja. Ich habe immer nur kalte Füße. Wer von euch ist emotionaler? Ja, das war eindeutig. Yes. Klare Kiste? Ja. Ja. Ist einfach so, will ich sagen. Ist so. Wirklich eindeutig, glaube ich. Außer beim letzten Spiel. Ah, da war's. Der Abschied war gleich emotional. Der Abschied war gleich, ja. Wer von euch beiden ist ängstlicher? Noch heute Morgen. Heute Morgen hatte sie eine Spinne im Zimmer, die ich dann entfernen musste. Ja. Und ich glaube, das hätte man filmen müssen, um zu zeigen, wie ängstlich sie da war. Ja, Spinnen sind nicht meins. Richtig an die Decke gesprungen. Es trifft, ja. Gut, die Spinne ist auch gesprungen, muss man sagen. Wer von euch wird zuerst heiraten? Steht außer Frage. Ja. Nein. Wenn ich jetzt sage, du wartest drauf, ist es auch gut. Sagen wir mal so, naja, die einfachste, naheliegendste ist, dass ich in einer Beziehung bin und Lena. Ja, nicht. Genau. Ja. Das ist so schön. Das hat er jetzt Druck. Jetzt ist so, mit der Arme angucken. Ja. Wer von euch beiden isst häufiger Fast Food? Yes! Es läuft, Lena, es läuft. Gut. Wer von euch beiden ist verpeilter? Oh. Ja. Wer von euch beiden hat das bessere Allgemeinwissen? Ah. Oh. Yes. Wer von euch beiden war garantiert Lehrerliebling in der Schule? Ja. Es läuft, Lena. Ja, gut. Wir kennen uns gut. Immer gute Noten bekommen. Ja. Nicht so bescheiden da drüben. Wer von euch beiden ist der Morgenmuffel? Morgenmuffel hört sich so negativ an. Mhm. Wenn man sich entscheiden müsste, dann ich. Hm. Ja. Ich hab wegen der negativen wegen Bedeutung, der, weißt du, bei One Muffin, ja. Du stehst ja auch nicht spät auf, ja, aber das halt stimmt. Vielleicht einen Tick später als ja. Ich, aber ja. Wer von euch beiden lacht mehr? Boah. Oh. Ja, gut. Wer von euch beiden ist die bessere Autofahrerin? Ja, gut. Und ich sitze auch mehr im Auto, oder ich saß mehr im Auto. Ja, das stimmt. Wer von euch beiden hat den besseren Style? Okay. Doch, doch. Kompliment. Ja, ein Kompliment. Danke. Ja, ein Kompliment. Wer von euch beiden ist lieber in der Natur? Ah, okay. Ja, gut, ich habe auch gezögert. Ja, ich dachte wegen halt Zelten und so, ne? Zelten, ja, genau, und stimmt. Hund. Und ja, stimmt. Ja. Hm. Und wer von euch beiden fährt häufiger in den Urlaub? Yes. Das war ganz gut. Wo geht's denn?
Oh, das variiert meistens aber in die Sonne, also in den Süden. Jetzt werden wir sportlich. Wer von euch beiden spielt aggressiver? Ich muss noch mal eine Situation denken. An Hoffenheim-Situation. Ja. Nee, jetzt. Schwierig. Ja, das darf nicht erzählt werden. Bleibt in Hoffenheim. Kriegen wir auch noch. Oh, nee. Wer von euch beiden spielt präzisere Pässe? Wer von euch beiden hat das bessere Kopfballspiel? Wer von euch beiden hat den besseren Abschluss? Oh. Ja, deine Fehler. Wenn du aber an die Tore denkst, die Zahl der, ja, Anzahl, gut, der die Zahl, Anzahl der Tore. Ja. Dankeschön. Danke auch. Ja, Dankeschön.